Ich glaube, Eleganz ist ein Zauber, den man nicht beschreiben kann. Den sieht man und spürt man, ohne dass man ihn richtig manifestieren kann. Das ist so ein bisschen wie eine Ausstrahlung, die von innen kommt und man weiß gar nicht genau, wie man das festhalten kann. Eleganz ist, glaube ich, sage ich hier oft, der letzte Luxus unserer Tage, denn er braucht gar nicht so viel. Es ist nur das Richtige, im richtigen Moment zu nutzen. Also Amelie hat auf jeden Fall eine große Leichtigkeit. Das ist auch Anmut, wäre vielleicht auch das richtige Wort dafür. Sie ist grafisch, obwohl sie sehr organisch ist. Das ist, glaube ich, auch, was die Brille ausmacht. Sie deckt sehr schön ab und ich glaube, dass einfach vielen Frauen gut steht, die eben auch zarte Brillen wollen in einer leichten Form. Die Farben sind sehr schön gewählt. Wir haben sie in so einem zarten Gelb gemacht, in so einem schönen Verlauf, in ein bisschen Blau. Das heißt, es gibt auch ein gutes Licht. Und darüber hinaus, finde ich, ist sie hat sie so eine schöne Seite, das mag ich sehr, weil sie steht relativ hoch und schafft eben auch so eine gute Verbindung mit diesem Steg, den wir hier oben eingebaut haben, so eine Verbindung zwischen den Augenbrauen. Das macht natürlich die Brille auch extrem modern und trotzdem ganz leicht, weil es ja immer genug Abstand gibt und auch Nasenwurzeln noch zu sehen. Also ich finde, sie ist eine sehr, sehr schöne Brille geworden und ich liebe das Licht, dass man so, das kann man leider nicht sehen, aber hat sehr, sehr schönes Licht in dieser Brille. Und das finde ich auch wichtig bei einer leichten Sonnenbrille. Ja, die Idee, diese Brille Amelie zu nennen, kommt vielleicht so ein bisschen aus meiner frankophilen Vergangenheit. Ich mag Frankreich sehr und ich glaube, der Name Amelie spricht vielleicht, die viele kennen ja diesen Film, Die wunderbare Welt der Amelie, aber spricht eben auch von so einer Zartheit, die dieser Film ja auch hat. Und das hat auch ein bisschen dieser Name und sicher auch diese Brille. Ich glaube, dass die insofern etwas französisch für mich ist, weil sie für Mode steht, für so eine besondere Art von feminin sein und dabei nicht zu vergessen, dass das auch sehr lässig sein kann, wenn man gut kombiniert. Und das ist, glaube ich, das, was französische Mode für mich immer ausgemacht hat, diese Kombinationsmöglichkeit. Und das hat auch Amelie, denn die Amelie ist eigentlich mit vielen Menschen unterwegs, aber sie bleibt immer die Hauptakteurin und das mag ich. Ich mag emanzipierte Frauen, die leicht sind. Und das ist vielleicht das, was die Brille Amelie auf jeden Fall kann.